Blick in den Himmel über Hamburg, bei Tag, bei Nacht. Naja, Planetarium bedeutet, dass man den Sternhimmel, den man sonst draußen in der Natur sieht, nach innen holt, auf die Innenseite einer Kugel. Und dort projizieren wir sämtliche Sterne des Nord- und des Südsternhimmels und alle Planeten, den Mond und die Sonne, und können alles, was in der Natur am Himmel stattfindet, hier bei uns im Planetarium nachbilden. Technische Systeme wie das Universarium 9 machen die Simulationen in der Kuppel möglich. Mit diesem Equipment kann das Planetarium nicht nur den Sternenhimmel nachbilden, sondern die Besucher auf ganz unterschiedliche Reisen schicken. Ja, wir haben natürlich eine Vielzahl von Veranstaltungen bei uns, und das ist nicht nur Astronomie, es sind nicht nur Lernveranstaltungen, sondern wir haben natürlich auch viele Veranstaltungen für Kinder, und wir haben abends vor allen Dingen viele Musikveranstaltungen. Wir haben die größte in Europa größte Laser-Indoor-Anlage. Das heißt, Sie können bei uns auch Musik genießen unter dem Sternenhimmel von Queen bis Pink Floyd und können auch abends chillen. Und wir haben auch ab und an Außenveranstaltungen, wo wir also wirklich im Stadtpark mehr oder weniger große Konzerte dann veranstalten. Oder eben den ersten Flug von Menschen zum Mars, wie in Mars 1001. Einige der Filmabenteuer können die Besucher in der Ausstellung und in interaktiven Elementen weiter verfolgen. Das Hauptthema ist der Weltraum. Trotzdem liegen dem Planetariumsteam auch irdische Ziele am Herzen. Das Planetarium hat einen Auftrag für die Öffentlichkeit und möchte der Öffentlichkeit den Sternhimmel nahebringen, möchte die Öffentlichkeit aber auch sensibilisieren für die Schönheiten in der Natur, auch für den Umweltschutz zum Beispiel. Wir sitzen ja hier in einem Park. Das heißt, wir sind auch sehr sensibel dafür, dass man also die Natur schützt, dass man Wasser spart, dass man das Wasser auch nicht verunreinigt, dass man die Luft sauber hält. Also wir haben auch einen Umweltgedanken mit bei uns drin. Das Planetarium hat täglich außer Montags Programm. Die Aussichtsplattform ist momentan wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, lockt aber bald wieder mit dem Blick über weite Teile Hamburgs.